Ja, und willkommen zu einem weiteren Part. Die Legende von Zelda, The Wind Waker. Ja, und hier oben sind wir also eine Bombenreihe. Und ich habe mir überlegt, ja, ich werde sie mal versuchen, jetzt schon zu zünden. Und zwar, ihr seht, ich habe da eine Putputfrucht ausgerüstet. Wenn wir die auf den Kopf legen, dann können wir eine Möwe steuern. Und mit A können wir sie höher fliegen lassen. Da sehen wir übrigens einen Stein. Und wir können mit der Möwe dagegen fliegen und schon haben wir die Truhe. Normal brauchen wir natürlich dafür Pfeil und Bogen oder sowas. Ich weiß nicht, ob es mit dem Bumerang auch gehen würde. Oh, wow, 200 Rubine. Da haben wir fast das Maximum erreicht. Warte mal, ist hier zufällig Terry? Nee, ne? Verdammt. Aber den brauche ich ja nicht da. Dann würde ich jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben. Ja, nee, das ist nicht richtig. Ja, wir müssen uns den Weg erstmal freisprechen hier. Posthaus, Postbotenhaus. Wir müssen uns den Weg erstmal etwas freisprengen hier. Das müsste gehen, ja. Jetzt dürfte unser Konto voll sein. Jawohl. Wer hat 500 Rubine geht im Moment leider nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel versenken. Ja, hier sind schon die ersten 5. Übrigens da oben irgendwo kann man auch noch einen Zwacken holen, aber auch das geht natürlich noch nicht. Und hier mit Ducken legt man immer die Items direkt vor sich ab. Zumindest in diesem Zelda ist das so, in späteren... Oh. Ja, wir haben jetzt hier eine Abkürzung. Gott sei Dank haben wir die Bombe schon gezündet. Sonst müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal gehen. Und damit haben wir jetzt eine Abkürzung, die wir halt jedes Mal benutzen können und nicht mehr den ganzen Weg hier gehen müssen. Hier ist ein Briefkasten. Hier... Ich glaube, das ist der, den wir schon kennen, ja. Das ist der Postbote. Link, sei mir gegrüßt, Link. Du bist also wohlauf. Ja, doch. Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hier heraufzukommen, so ganz ohne Flügel? Ein paar Bomben, Blumen und naja, kein Ding. Was war mit deiner Schwester? Naja, wir wurden ein bisschen unterbrochen bei ihrer Rettung, aber sonst alles gut. Mach dir, verstehe, mach dir keine Sorgen. Es geht ihr bestimmt gut. Aber Link, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Führer, bitte. Sagen wir mal Ältesten, hört sich vielleicht besser an als Führer. Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt. Sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, dass unser Stammesführer oder Stammesältester wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Ja, am besten ich gehe schon mal voraus und setze dich über dein Kommen in Kenntnis. Ja, komm später einfach nach. Also dann, ich erwarte dich. Wie wäre es mit jetzt, mein Freund? Ach ja, das ist ein so schönes Spiel. Das macht immer wieder Spaß. Ja, wie gesagt, zugegeben, es ist, wie gesagt, vom Schwierigkeitsgrad und auch vom Aussehen her, also sprich diese Cell-Shading-Grafik und so weiter, ist es eher ein Spiel, was für, ja, seien wir ruhig, eher ein jüngeres Publikum gedacht ist. Ja, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, gute Heldenmodus macht es natürlich schwerer. Man bekommt keine Herzen mehr, man nimmt doppelt so viel Schaden und so weiter. Der macht es natürlich etwas schwerer, aber das normale Spiel ist relativ leicht. Es gibt nur wenige Stellen, wo man ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Und konntet ihr herausfinden, warum der große Walu so sauer, so außer sich ist?
Oh, du musst links sein. Asiel hier hat mir alles erzählt. Ja, so heißt der Postbote. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem sehr unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Ja, na logisch. Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volks der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valu eine seiner Drachenschub überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreicht haben, dies ermöglicht es dann, dass uns Flügel wachsen. Aha. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Valu ganz außer sich vor Wut. Man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die Flückenkinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Valu gehen und ihre Drachenschuppen in Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesältester der kennt ihr vielleicht, wer Stargate-Fan ist aus der Staffel 9 und 10? Die Ori, Ehre sei den Ori. Und so weiter. Ja, ich persönlich fand die letzten Staffeln etwas unnötig, aber sie waren nichtsdestotrotz nicht schlecht. Die Orni, als Stammesführer der Orni, ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ja, kann man verstehen. Ich bin untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Naja, das denkst du, aber werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Link in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr ja selber sehen könnt, steht hier ein tapferer, junger Mann. Was? Link ist ein Kind, der ist gerade mal 12 Jahre oder so alt. Euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen würde. Ja, sicher doch. Klingt Knirps. Wo der eigene Vater nicht mehr erreichen kann. Ganz sicher doch. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flückenalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Ja, okay. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalls mit Valu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Also ganz sicher. Darf ich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Sohn, danke, das ist sehr großherzig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, um unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach nicht dich in deiner Notlage unterstützen können. Ja, danke. Ich möchte, dass du meinem Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben. Also frag sie bitte danach. Ja, Medoli, vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ja, auch Medoli wurde ja als Kämpfer in Hyrule Warriors integriert in der Legends-Variante auf dem 3DS als Download, als DLC-Kämpferin. Ganz merkwürdig, wo doch hier so viele andere Typen gegeben hätte, die das hätten machen können, aber ach ja, Link, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Wir kommen
tatata, die Posttasche. Eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Genau. Willst du ihren Inhalt und so weiter? Ja. Wenn du die findest, findest du in dem Zimmer oben. Überlasse die Angelegenheit mit Valurig uns, ja. Als ob. Kümmere dich bitte um Komori. Als ob, ja. Ich meine, das habe ich schon damals gewusst, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Ja, damals. Da habe ich schon gewusst, dass es am Ende an Link hängen bleiben muss. Hängen bleiben wird, die in, zu, da hochzugehen, den Drache wieder in Ordnung zu bringen. Das ist eigentlich so offensichtlich. Ja, und all diese Typen müssen wir natürlich später noch fotografieren und so weiter. Und hier haben wir Medoli. Aber ich glaube, ich versuche erstmal da diesen hier. Oh ja, ich hasse dieses Minispiel. Oh, dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Moment mal. Sag bloß, du hast das Plakat gesehen und bist wegen dem Nebenjob hier. Ich bin der Mann für sie. Betonung liegt auf Mann. Gut, dann machen wir zuerst einen kleinen Einschlag. Das ist in Ordnung. Ich hasse dieses Minispiel, Freunde. Man muss nämlich 25 Stück schaffen und das ist für mich, wenn ich mein, wenn ihr andere Player seht, Looks Like Link, Domtendo, den Großmeister, die können, als ob das nix ist, ja, die machen das, als ob das gar nichts ist, aber mir fällt es immer verdammt schwer, dieses scheiß Minispiel zu wählen. Das Schlimme daran ist, man muss es zweimal schaffen. Ah, wie Kloßbrühe, ja. 10 Briefe innerhalb des Zeitlimits. Ja, man muss einfach bloß das Fadenkreuz dahin machen, wo der Brief ist, hier zum Beispiel die Palme. Habe ich 22. Oh, das ist ja gar nicht mal schlecht für den ersten Versuch. 22, sehr anständig. Du hast den Job. Also bekommst du einen Rubin. Also, ja, nützt uns leider nichts. Okay, wir lassen das erstmal dabei. Aber ich musste eigentlich versuchen, erstmal Geld auszugeben. Das ganze Geld geht mir flöten. Verdammt. Ich denke mal, auch das werde ich offscreen machen. Ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe 22 geschafft. Das ist gar nicht mal so schlecht für den ersten Versuch seit, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal dieses Minispiel gespielt habe. Man muss 25 schaffen. Und dann kommt, dann kann man eine Quest, da setzt man sozusagen eine Quest damit in Gange, oder ein Ereignis damit in Gange, die es einer ermöglicht, später ein Herzteil zu bekommen, aber dazu später mehr. Wir werden jetzt mit Medoli reden. Mit dieser süßen Kleinen hier. Ja, und sie hat ein Instrument auf dem Rücken, was noch sehr von Bedeutung sein wird. Eine Lyra. Oder Harfe oder keine Ahnung, okay. Eine Lyra. Tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Ja. Du musst links sein, nicht wahr? Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valu, der auf dem Drachenberg wohnt. Mein Name ist Medoli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gern, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Jop. Du hast den Brief von Vater erhalten. Ein Brief an Komori von seinem Vater. Ja. Ich glaube, lesen können wir ihn nicht. Erstmal der Wunderwahn so schnell Komori bringen. Wenn du ihn rausnehmen willst, ja. Komoris Zimmer findest du im unteren Bereich, unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte. Ach, Bro. Er meint es nicht böse. Ach ja, und Link. Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum genau es geht, sage ich dir dann. Ja. Also, Freunde. Versuchen wir das Unmögliche. Und bringt Komori den Brief. Man kann ihn nicht lesen.
Wie gesagt, das hier hinten. Ach, hört euch die Musik an, ist die nicht genial? Und ja, ihr seht richtig, er hat das Diamant in den Händen, aber er wird es natürlich nicht so einfach geben. Quatsch, wer ist mit ihm? Wer bist du denn? Ich bin Link. Hier, ich hab da was für dich. Ein Brief von meinem Vater. Aufmunterte Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich in so schreckliche Gefahr begeben, nur um diese Drachenschuhe von Baloo zu bekommen? Es ist euer Brauch. In dem Brief steht auch was über dich. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl. Deine Nase einfach so in fremde Leute Angelegenheit zu stecken. Bitte was? Man hat mich darum gebeten. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Baloo hinaufzugehen. Wer weiß, was der von mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist. Geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Ja, da hat er womöglich recht. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Baloo irgendwie besänftigen kannst? Keine Ahnung. Ich kann es ja mal probieren. Du lügst doch. Und außerdem, reden ist nicht schwer, handeln dagegen sehr. Ja, da hat er wohl recht. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Baloo zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auch auf alles hören, was dieser jemand sagt. Okay. Ja, und ja, das sagt uns schon, wenn wir das Diamant von ihm haben wollen. Ich meine, damals, beim ersten Mal wusste man noch nicht, dass das ein Diamant ist. Sondern da hat man gesagt, ja, ist irgendein Ball oder irgendein Spielzeug oder sowas. Nee, das ist das Diamant. Warum er es hat, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht so genau sagen. Ist halt so, wie es ist. Ja. Wir haben ja Melodie versprochen. Nein, sie heißt nicht Melody. Marcel, falls du das siehst, sie heißt nicht Melody, sie heißt Medoli. Ja, das mache ich wahrscheinlich offscreen. Das ist mir zu dumm. Ne, hier sind wir falsch. Ja, hier sind wir jetzt auf dem, ja, man könnte sagen Flugdeck. Dieser hier, auch ganz wichtig für später, wenn wir mit unserer Fotoquest beginnen. Der wird nicht immer da sein. Der steht jetzt, obwohl doch, wir können ihn schon fotografieren. Den werde ich mal gleich machen, wir haben ja 12 Fotos. Der wird nicht immer da sein, also den müssen wir unbedingt fotografieren. Vor allem bestimmt ein Ereignis, das ich euch dann noch sagen werde, wenn es soweit ist. Ich hätte mal hier rauf, Link. Ja, aber dafür sollte man jetzt hier nicht runterfallen, sonst muss man den ganzen Weg wieder hochlatschen. Und dann schießen wir mal ein kleines Foto von dir, damit wir das schon mal haben. Damit wir dich nicht verpassen können. Das ist gut. Wir wollen speichern. Sehr schön. Und ich weiß gar nicht. Moment mal, wenn wir... Ja, es wird auch hier im Speicherbildschirm angezeigt, dass es gut ist. Also... Ja, ich werde jetzt hier noch nicht zu viel fotografieren. Ich werde den Boss hier in dem Dungeon fotografieren und vielleicht schon den einen oder anderen Gegner. Und mal sehen, wie viele Fotos wir denn noch haben. Ne, wir müssen unten raus. Und zwar hier. Wo er hier Wache hält. Entschuldigung. Müssen wir rausgehen. Dann sehen wir hier eine heiße Stelle mit einem ganz kleinen Wasserfleck, wo mal scheinbar ganz viel Wasser war oder so. Und hier ist eine kaputte Brücke. Und wir sehen hier die Funken durch die Gegend fliegen, was sehr schöne Effekte eigentlich sind. Zumal für so ein Cell-Shading-Game. Ich meine, die Effekte, denke ich, sind generell sehr gut für dieses Spiel. Und auch sehr stimmig. Seht euch zum Beispiel den Rauch an, ja? Er ist stimmig. Ich meine, er ist jetzt kein hochrealistischer Rauch. Sicherlich. Oder Dampf. Aber er ist stimmig. Er passt zu dieser Grafik hundertprozentig. Also, dann hier steht sie. Und, ja, wollen wir mal horchen, ja?
sozusagen. Da bist du ja tatsächlich, du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dass ich dich an so einen gefährlichen Ort gebeten habe. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden. Geysir heraus entstanden. Der Geysir ist eine. Ja, wie soll ich sagen, eine Art Wasserquelle oder so, aus der heißes Wasser in bestimmten Abständen herausschießt, in einer hohen Fontäne. Hat irgendwas auch mit der Thermalgeschichte zu tun, also dass darunter irgendwie wahrscheinlich große Hitze ist durch Lava oder irgend sowas. Fragt mich nicht, wie genau das physikalisch funktioniert, aber gibt es zum Beispiel auf Island zu bewundern. Entschuldigung. Aber seit der Ehrenwerte von du außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle. Und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Nicht wirklich. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des Ehrenwerten Valur und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meinen Aufgaben besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Nein, gib dir doch nicht die Schuld. Ich meine, kann man verstehen, angesichts von so einem tobenden Drachen da oben auf dem Berg, dass man da mal schon mal die Wut verlieren kann, und schon zumal so ein kleines Kind, kann man das schon gut verstehen, nicht wahr? Ich habe eine Bitte an dich, Link. Ich würde gerne zum Draku-Sanktuarium auf den Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu tragen, mich mein Flügel bestimmt so weit. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Ja, so ist es. Sie hat schon Flügel, aber immer. Bitte heb mich hoch. Bitte was? Und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Muss aber auf die Windströmung hier achten. Denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen. Also nimm keinen Rücksicht auf mich. Ja, ich weiß, ihr wollt sehen, was passiert, wenn man nicht den richtigen Wind erwischt. Und das sollt ihr auch sehen. Rams. Ja, ihr seht ihre Augen. Ihre Augen wirbeln umher. Bitte wirf mich nochmal, damit ich einen günstigen Wind erwische und bis auf den Vorsprung fliegen kann. Warte mal, ich glaube, ich habe jetzt. Hat jetzt zu lange gedauert, sie anzusprechen, aber ich werde es mal normal machen. Mir geht es gut, wirf mich nochmal, vielleicht erwische ich jetzt einen günstigen Wind. Ja, wie so voll am Rotieren ist. Ja, gut, wir wollen ja kleine Mädchen nicht unnötig quälen. Wir sehen am Funkenflug, wo der Wind gerade hinweht. Jetzt zum Beispiel nach links. Jetzt. Zack. Ding, vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg zu und werde den ehrenwerten Balu treffen. Keine Sorge, ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Balu. Ja, er spricht Althylianisch, was in dieser Zeit kaum noch Leute verstehen scheinbar. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja mal als nützlich. Zack. Ja, wie auch immer die Flasche da runtergekriegt hat, vielleicht hat Link sie aufgefangen oder so. Du hast eine Flasche gefunden, lege sie auf XYR und mache sie dir zunutze. Jo, das werden wir. Ja, Wasser zum Beispiel. Und bitte erzähl niemanden, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben, ja, ja. Also dann, ich werde mein Bestes geben. Und
der Partner schon wieder um, meine Freunde. Ja, wir haben jetzt unsere erste. Ja, und wie gesagt, die Anordnung war im Original, also auf der Wii U, auf der GameCube-Variante auch noch ein bisschen anders. Da waren die Items alle so in einer Reihe irgendwie so angeordnet und so. Und hier gibt es halt solche Abschnitte, jeweils farblich unterlegt. Und hier sind die vier Flaschen angeordnet in diesem Abschnitt. In dem Abschnitt haben wir schon das Fernglas, den Fotoapparat und die Flasche. Und hier sind die drei Taschen, die wir bekommen. Und hier sind halt nochmal sechs. Nee, ich glaube sieben Items oder so nochmal. Oder noch mehr sogar angeordnet, die wir später noch bekommen. Das sind alles dann Gebrauchs-Items später. Ja, die Flasche werden wir jetzt mal kurz ausrüsten, weil wir brauchen ein bisschen Wasser. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Genau, und jetzt können wir hier raufklettern. Und diese vertrockneten Donnerblumen hier bewässern. Nein, du sollst nicht auf jeden, du sollst bewässern. Ja, hier mache ich mal nur eine, man könnte alle machen, aber dann müssen wir hier, ja, nicht so. Obwohl, guter Treffer, der war genau oben drauf. Warte mal, da werden wir mal ein bisschen warten. Zack. Den Felsen sprengen. Und dann wird das Ding hier wieder voll Wasser laufen. Jetzt können wir die andere Seite der Brücke erreichen. Okay, mit Glas so, da kommen wir nicht rüber. Okay. Der klettert auch nicht drauf. Auch hier können wir nicht unendlich schwimmen. Es gibt später ein oder zwei Bereiche, da kann man tatsächlich unendlich schwimmen, aber ja, da sind nur sehr wenige. Hier müssen wir jetzt Omsketball spielen, indem wir uns eine Bombe schnappen. So. Ja, das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Link. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ja, die erste ist ganz einfach, die zweite ist komplizierter, weil man da irgendwie ein bisschen genauer werfen muss. Wir sind da, meine Freunde, im allerersten Dungeon des Spiels. Ja, was mich zu einem wirklichen Kritikpunkt führt, was ich damals schon immer scheiße fand und auch heute immer noch scheiße finde, das Spiel hat einfach wesentlich zu wenig Dungeons. Ja. Ich weiß nicht, warum Nintendo nur so wenig gemacht hat, aber ist halt so. Ja, und im nächsten Part werden wir direkt hier reingehen. Hier kann ich nochmal speichern. Ja, wie gesagt, hier sind Rubine, nützt uns im Moment nicht viel, weil wir nicht mehr tragen können. Dadurch werden uns auch ein paar Flöten gehen jetzt, wenn ich die Truhen aufmache, aber ich kann jetzt nichts kaufen. Ich habe nur so Zugriff auf irgendwas, was ich kaufen könnte. Also müssen wir damit leben, dass einige Flöten gehen. Und ja, bis zum nächsten Part. Wenn wir in das Draco-Sanktuarium hineingehen. Draco natürlich Drache, nicht wahr? Und ja, Sanktuarium ist glaube ich so eine Art Heimstatt oder sowas. Oder Herberge oder so. So in der Art, genau weiß ich es nicht. So gut ist mein Latein hoch wieder nicht. Und da hinten sehen wir schon ein paar Gegner mit Fackeln in den Händen. Umherzappeln. Aber da kommen wir ja nächstes Mal zu. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir den ersten Dungeon